Schüler. Heute wollen wir uns mal mit einer Frage beschäftigen, nämlich mit der Frage, warum Schnee, wie dieser Schneeball hier, wunderbar weiß ist, während Eis, ist ja auch gefrorenes Wasser, im Wesentlichen durchsichtig ist. Und dafür möchte ich mal ein kleines Experiment für euch machen. Und zwar werde ich dieses Eisstück jetzt einfach mit dem Hammer mal in kleine Teile zerschlagen. Und während ich das Eis hier immer mehr in kleine Teile zerschlage, da fällt uns etwas auf. Denn wenn ich das Eis zerbrösele, erkennen wir, dass das Eis seinen durchsichtigen Charakter verliert und dass auch das Eis uns immer mehr so erscheint wie der weiße Schnee. Und warum das so ist, dass das Eis, wenn wir es klein klopfen, dann ebenfalls weiß wie Schnee wird, das schauen wir uns jetzt nochmal in der Erklärung an. Wenn das weiße Sonnenlicht auf einen Eisblock trifft, so wird der Großteil des Lichtes gebrochen und kann den Block durchdringen. Nur ein kleiner Teil des Lichtes wird dabei reflektiert. Ebenso gelangt ein Großteil des Lichtes von einem Objekt durch den Block in unser Auge. So können wir das Objekt durch den Eisblock hindurch sehen, der ist für uns durchsichtig. Haben wir aber viele kleine Eis- oder Schneekristalle, so wird das Licht vielfach gebrochen und reflektiert und dabei in viele verschiedene Richtungen gelenkt. Der Schnee wird so undurchsichtig und das in alle Richtungen gestreute Licht lässt den Schnee weiß erscheinen.